Ich beschreibe das Jahr 1930. Ein kleines Mädchen wird geboren in den Staaten Amerikas, in einer armen Familie und dazu auch noch schwarz. Nach dem Bürgerkrieg ist zwar die Gleichberechtigung eingetroffen in Amerika, aber es hat noch nicht wirklich funktioniert. Und wenn das alles schlecht ist, wie das Murphys Gesetz sagt, dann läuft alles schief und das kleine Mädchen bekommt noch zum ganzen Überfluss Kinderlähmung. Der Vater ist ein ganz normaler Tageslöhner, die Mutter hielt die Familie übers Wasser mit Putzarbeiten. Und die Familie hat sich entschlossen, noch mehr zu arbeiten, um Geld zu sparen, um das kleine Mädchen in der Stadt bei einem Arzt untersuchen zu lassen. Und kurze Zeit darauf haben sie auch das Geld eingespart, sind in die Stadt gefahren zum Arzt und der Arzt hat das Mädchen untersucht und hat der Mutter gesagt, finden Sie sich damit ab, Ihr Mädchen wird nie wieder in Ihrem Leben laufen können. Aber die Mutter fand sich eben nicht mit dieser Aussage des Arztes ab, mit diesem Glaubenssatz. Sie ging nach Hause und die Mutter redete jeden Tag ihrem Mädchen ein, du wirst laufen, glaube an dich. Sie nahm Öle und massierte jeden Tag die Beine. Bei so einer Krankheit, wenn die Beine massiert werden, sind das unerträgliche Schmerzen und das Mädchen wollte nicht mit diesen Schmerzen üben, weil die Ergebnisse und die Fortschritte waren sowas von langsam. Aber die Mutter redete ihr trotzdem jeden Tag ein, glaube an dich, du wirst wieder laufen können. Eine Zeit später hat man ihr Stürzen gekauft, damit sie stehen konnte, wie Forrest Gump. Und mit unerträglichen Schmerzen hat sie die ersten Schritte gemacht. Irgendwann ließen die Schmerzen nach, irgendwann wurden die Stützen weggelassen. Irgendwann war sie absolut schmerzenlos und sie lief den ganzen Tag vor Freude. Sie lief mit jedem und alles um die Wette. Irgendwann war sie die Schnellste in ihrem Dorf, irgendwann war sie die Schnellste an ihrer Schule. Irgendwann war sie die Schnellste in ihrer Stadt und irgendwann war sie die Schnellste in ihrer ganzen Region. Und 1960 war sie dreifache Olympiasiegerin in 100 Meter Lauf, in 200 Meter Lauf und in 400 Meter Lauf der Frau. Ihr Name Wilma Rudolph, genannt auch die schwarze Gazelle. Und wenn ich mir diese Geschichte durch den Kopf gehen lasse, und das kleine Mädchen hatte alle negativen Voraussetzungen, die sie haben kann, in einer armen Familie geboren, schwarz und dazu diese Krankheit, diese Kinderlähmung. Und wenn sie es geschafft hat, trotz all dieser negativen Einflüsse, ihren Traum zu leben, dann frage ich mich und Sie, welche Vorwände, Einwände, Ausreden können wir heute hier und jetzt ins Feld führen, um zu sagen, dass auch nicht wir unser Traum leben können. Viele fragen sich vielleicht, um was geht's denn überhaupt? Wer sind wir? Was machen wir? Was habe ich davon? Und wieso ist es heute so wichtig? Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Wladimir Hartung, ich bin 28 Jahre jung und seit 12 Jahren im Geschäft mittlerweile dabei. Ursprünglich komme ich aus der Transportbranche mit meinem Bruder. Mittlerweile bin ich Inhaber der HWS Energy. Es ist ein Unternehmen zwischen mir und meinem Bruder. Da wir es in der Vergangenheit im Transport sehr gut zusammengearbeitet haben, haben wir auch entschieden, im Annette-Geschäft zusammen als ein Unternehmen einzusteigen. Zum Zweiten bin ich auch ein Trainer, Erfolgsmotivator. Weißt du vielleicht, was alle Menschen in dieser Welt verbindet? Alle Menschen auf dieser Welt haben ein Ziel. Alle wollen nur glücklich sein. Die einen Menschen denken, Geld wird sie glücklich machen, während andere denken, Geld ist nicht wichtig. Ich sage dazu, es gibt 5 Lebensbereiche. Einerseits Geld, auch Finanzen genannt, Beruf von Berufen, von deinen Talenten und Begabungen, Beziehungen, Gesundheit und Persönlichkeit. Und alle diese Bereiche sind eben wichtig, um glücklich zu sein. Die Menschen versuchen öfters, jeder diese Bereiche von einem Extrem ins andere zu ziehen. Das heißt, wenn wir über das Thema Geld reden, wenn wir viel Geld haben, natürlich ist Geld dann nicht mehr so wichtig. Wenn wir aber kein Geld haben, wenn wir nicht zum Essen haben, dann wird Geld das Wichtigste in unserem Leben. Dasselbe mit der Gesundheit. Wenn du topfit bist, ist die Gesundheit nicht das Wichtigste in deinem Leben. Wenn du aber krank bist, wird es vielleicht das Wichtigste in deinem Leben. Das heißt, alle diese Lebensbereiche sind enorm wichtig, um glücklich und erfolgreich zu sein. Nichts ändert sich, außer du änderst dich. Auch dazu ein Zitat von mir, du entscheidest, wie du denkst und wie du lebst. Das ist die Folgerung von deiner Denkweise, deinen Gewohnheiten, von dem, wie du da bist. In diesem Leben gibt es viele unbegrenzte Möglichkeiten. Hast du dich jemals gefragt, was will ich sein als Mensch? Was will ich tun? Wo macht es mir Spaß? Woher die Leidenschaft? Was will ich haben, erleben, empfinden, fühlen?
Du wirst heute einige Möglichkeiten kennenlernen, wie du Zusatzeinkommen verdienen kannst, um deinen Lebensstandard zu erhöhen. Du wirst neue Wege kennenlernen, wie du ein passives Einkommen aufbauen kannst von 1.000, 2.000 und 5.000. Du wirst aber auch Wege kennenlernen, wie du finanziell unabhängig werden kannst, um deine Träume, Visionen und Lebenssinn zu erfüllen. Und viele, viele andere Möglichkeiten. Der eine oder andere sagt, es ist zwar alles schön und gut, es ist aber auch für mich geeignet. Wenn Sie Ziele haben, wenn Sie Wünsche haben, wenn Sie etwas in Ihrem Leben erreichen möchten, dann ist es auf jeden Fall für Sie geeignet. Wenn Sie sagen, ich bin mit meinem Beruf mehr als glücklich und ich möchte nur einen Zusatzverdienst, ist es auch da für Sie geeignet, absolut. Aber auch wenn Sie sagen, ich will eine komplett neue Orientierung, ich will mehr Möglichkeiten, ich will mehr Potenzial, ich will aus meinem Leben ein Meisterwerk machen, dann ist auch da für Sie die Möglichkeit geeignet. Was ganz Wichtiges ist, sei immer offen für Veränderung. Du kannst alles in deinem Leben verändern, du brauchst dazu Wissen, Information, daraus kannst du Erkenntnisse holen, eine Entscheidung treffen und es dann umsetzen, es tun. In der heutigen Zeit sind nicht die großen Unternehmen, die die kleinen auffressen, sondern die schnellen, die langsamen. Vor einigen Jahren noch war Nokia der Weltmarktführer mit 80% Weltmarktanteil. Aber die wollten sich nicht verändern. Sie haben gesagt, unsere Kunden wollen nicht spielen, sie wollen telefonieren. Und als iPhone auf den Markt kam, war Nokia Geschichte. Bei der Recherche des Marktes war für uns als Unternehmen zwei Punkte ganz wichtig. Zum einen soll es ein Produkt geben, das alle Menschen brauchen, sozusagen ein Ich-muss-Produkt. Und zum anderen soll es ein langfristiges passives Einkommen auch bieten. Und natürlich ein duplizierbares System, was ganz einfach ist. Zum Beginn möchte ich etwas über das Unternehmen erzählen. Und zwar, wir sind seit Mai 2008 auf dem Markt. Und darin sehe ich zwei wichtige Vorteile. Einerseits sind wir jetzt nicht zu jung, dass man Angst haben müsste, schafft das Unternehmen oder schafft das nicht. Zum anderen aber, was ganz, ganz entscheidend ist, dass wir nicht 40, 50 und länger auf dem Markt sind. Das heißt, jedes Unternehmen, das eine gute Idee und ein gutes Konzept ist und lange auf dem Markt ist, erreicht sein größtes Potenzial. Was meine ich damit? Als Beispiel möchte ich vielleicht ein paar Franchise-Systeme vorstellen, wie zum Beispiel McDonald's oder BMW Autohaus, Mercedes, Audi und so weiter. Das heißt, vor 30 Jahren, wenn du begeistert von McDonald's bist und sagst, ich würde da gerne mitstarten, vor 30 Jahren hättest du ganze Städte auswählen können, dass du sagst, okay, ich bin der Erste in Stuttgart. Heute musst du erstmal ein Dorf finden, wo keine McDonald's-Filiale in der Nähe ist. Dasselbe bei Mercedes, dasselbe bei Audi, bei BMW und bei vielen, vielen anderen Unternehmen. Das heißt, jedes Unternehmen, das zu lange auf dem Markt ist, mit einer guten Idee, da wird es für uns schwierig, da wird es für uns dann ein bisschen schwieriger, erfolgreich zu werden. Unsere Firmenphilosophie, einfach für alle, wir wollen jedem Menschen die Möglichkeit geben und ihn dabei auch unterstützen, erfolgreich und glücklich zu leben. Geld ist nun mal nicht alles, alle Menschen wollen glücklich sein und das ist einfach für alle möglich. Unsere große Vision, wir wollen Europas Marktführer im Vertrieb werden, die Nummer 1 im Bereich Telekommunikation und Energie, auch unsere Positionierung mit einem Programm Mayonette, die entscheidend ist, damit haben wir nahezu alle Konkurrenz ausgeschlossen und sind als solches ein Einzelstück auf dem Markt. Aber dazu noch ein bisschen mehr später. Was ist das Konzept von Mayonette GmbH? Wir sind, wie gesagt, seit 2008 auf dem Markt. Wir sind im Bereich Telekommunikation und Energiebereich tätig, das heißt solche Produkte wie Strom, Gas, Mobilfunk, DSL-Festnetz, aber auch Zusatzprodukte, die nur den Bereich Telekommunikation und Energie abdecken. Das heißt, auf den ersten Blick ist es absolut nichts Neues. Jeder kennt es, jeder hat es. Aber entscheidend ist Folgendes. Vor 8 Jahren haben wir festgestellt, dass 90% aller Unternehmen, die in dieser Branche arbeiten, firmenbezogen arbeiten. Das heißt, diese Unternehmen haben eigene Produkte und automatisch vertreten sie die Interessen des Unternehmens und nicht des Kunden. Und da war die Idee geboren, dass wir absolut neutral arbeiten wollen. Wir haben gesagt, wir werden nie eigene Produkte haben. Wir werden die besten Unternehmen auf dem Markt analysieren, ins Portfolio aufnehmen und dann das den Kunden weitergeben. Weil wenn wir keine eigenen Produkte haben, vertreten wir auch nicht die Interessen des Unternehmens, sondern dann vertreten wir die Interessen des Kunden. Und das ist ein Riesenunterschied. Und was sehr interessant ist, obwohl wir mittlerweile 8 Jahre auf dem Markt sind, hat sich im Grunde genommen nichts verändert.
Immer noch sind über 90% aller Unternehmen firmenbezogen und es ist ein gigantischer Markt vorhanden. Was vielleicht auch neutral ganz wichtig zu erklären ist, zwei Prinzipien, wie man erfolgreich werden kann, aus meiner Sicht. Zwei Regeln. Einerseits haben wir immer die Möglichkeit, etwas Neues zu erfinden. Das Schwierige dabei ist, das, was wir als neu definieren, bedeutet noch lange nicht, dass es neu auf dem Markt ist. Vielleicht hat jemand anders die Idee auch gehabt, hat es ausprobiert und ist gescheitert. Das heißt, etwas Neues zu erfinden ist immer schwierig, vor allem wir brauchen Wissen, wir brauchen Erfahrung meistens, wir brauchen viel Geld, um diese Idee in Wirklichkeit werden zu lassen. Leichter ist die zweite Option, das heißt, wir nehmen irgendeine Branche, die uns interessiert und positionieren uns darin. Ja? Positionierung ist der Schlüssel, ihr habt es auch gehört, unser Programm, MyNette, aber auch das Konzept ist positioniert und es wird auch ständig daran gearbeitet. Auf der rechten Seite sehen wir 5 Punkte, die entscheidend wichtig sind. Und an diesen Punkten analysiere ich heute jedes Unternehmen, ob es überhaupt Sinn macht, eine Idee. Du kannst daran alles analysieren und das will ich gerne mit euch zusammen durchgehen, damit du dann auch verstehen kannst, was ich damit meine. Als erstes steht Produkt. Damit ist gemeint, was ist das für eine Idee, was ist das für eine Dienstleistung, was ist das für ein Produkt? Brauchen es die Menschen überhaupt? Ich denke mal, bei uns ist es selbstverständlich, es ist ein Ich-muss-Produkt. Ja, in Deutschland hat jeder Strom mindestens, ja, manche haben Gas, Mobilfunkverträge haben wir mehr als Einwohner. Das zweite ist Markt. Da geht es darum, wie groß ist mein Marktpotenzial? Je größer der Markt, desto einfacher kann ich erfolgreich werden. Je kleiner der Markt, desto schwieriger habe ich. Und das nächste auch Konkurrenz. Ja? Es gibt als Beispiel Lebensmittelbereich und die haben auch ein Ich-muss-Produkt. Ja? Aber heute ist es entscheidend schwierig, damit erfolgreich zu werden, wenn wir dann anschauen, wie viele Ketten in jeder Stadt vorhanden sind. Und da wird es schwierig, dann erfolgreich zu werden. Das heißt, ein Produkt, das jeder braucht, aber die Konkurrenz ist so stark, dass dann auch schwierig wird, erfolgreich zu werden. Das nächste Punkt, Wissen oder beziehungsweise, wie ist es bei uns eigentlich mit der Konkurrenz? Natürlich gibt es von Produkten her Konkurrenten. Es gibt Shops, die da draußen, es gibt auch im Internet was. Aber da ist eben der Unterschied von der Arbeitsweise, da wir neutral sind. Ich behaupte immer wieder und sage, ich behaupte, ein Shop kann mir den Kunden nicht wegnehmen. Aber ich kann dem Shop den Kunden wegnehmen, weil ich ihm auch diese Produkte anbieten kann, aber auch von anderen Unternehmen. Ich bin nicht verpflichtet, irgendein Unternehmen zu vertreten. Ich bin daran interessiert, dem Kunden seine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Was das Internet angeht, im Internet sind so ziemlich alle Unternehmen. Es sind gute, es sind sehr gute, es sind schlechte, aber auch sehr schlechte Unternehmen. Und grundsätzlich habe ich auch nichts gegen Internet, weil wir sind auch sehr stark im Internet positioniert. Dazu werde ich noch genauer erklären. Aber wenn wir solche Vergleichsseiten anschauen, wie zum Beispiel im Strom-Gas-Bereich, es gibt ja in Deutschland weit kaum Shops in diesem Bereich, es gibt nur etwas im Internet und alle Unternehmen kaufen in Leipzig auf der Börse Strom oder Gas ein. Ja? Und dieses Programm, diese Vergleichsseite, stuft sie zwischen 1 und 50 irgendwo ein. Und jedes Unternehmen ab Platz 10 versteht, dass kein Kunde auf dem 30. Platz irgendein Unternehmen aussuchen wird. Und deswegen sind sie dazu gezwungen, irgendwelche Tricks, irgendwelche Systeme, das heißt, trotz schlechter Preise, sich Gedanken machen, wie komme ich im Stop-Ranking 1 bis 10. Einige Kunden sagen mir, oder einige Menschen meinen, ja, es gibt ja im Internet, kannst du nachgoogeln, kannst du Meinungen von anderen Menschen nachschauen. Und ich sage ganz ehrlich dazu, wenn wir heute ein eigenes Produkt erfinden würden, ja, von mir aus auch Strom, dann hätten wir von heute auf morgen knapp 500 positive Bewertung von uns Geschäftspartnern. Ja, das heißt, Bewertungen im Internet haben heute wenig Bedeutung, vor allem wenn es abgekürzte Namen sind und so weiter. Du kannst dir heute für 5 Dollar eine ganze Videobotschaft bekommen, dass dein Produkt das Beste ist. Ja? Deswegen, die Meinung der Menschen würde ich jetzt nicht zu 100% darauf beurteilen. Das nächste Punkt, Wissen, Ausbildungssystem. Egal welche Branche, egal wo du anfangen möchtest, du brauchst bestimmtes Wissen. Wenn du eine Werkstatt aufmachen willst, musst du ein Meister sein oder einen Meister einstellen. Wenn du einen Laden aufmachen willst, wäre es sinnvoll, davor ein Marktleiter gewesen zu sein, dass du überhaupt das Wissen hast, wie funktioniert das, wie mache ich die Kasse, wo stelle ich welche Waren hin. Die Frage ist, wie ist es bei uns? Da werden wir auch ein bisschen damit uns beschäftigen, denn das System ist wirklich sehr, sehr einfach. Der vierte Punkt, freie Zeiteinteilung. Vielleicht für die viele Menschen ist es nicht das Wichtigste. Aber ich finde, wenn wir selbstbestimmt und frei leben wollen, ist es doch ein entscheidender Punkt.
Ich erinnere mich zurück in der Transportbranche. Konnte ich beispielsweise nicht auswählen, wann ich arbeite. Ich konnte nicht sagen, ich arbeite jetzt mal um 12 Uhr nachts. Weil die Kunden haben gesagt, bis 16 Uhr ist Warenannahme oder bis 10 Uhr. Und dann will ich die Ware haben. Das heißt, du musst dem Kunden dich anpassen. In vielen Bereichen muss man sich auch ortsabhängig aufhalten. Ich kann mein Unternehmen heute aus jedem Land der Welt führen. Und das ist etwas, wo mir einerseits auch freie Zeitgestaltung, aber auch freie Ortgestaltung. Und darüber werden wir auch ein bisschen sprechen. Und der letzte Punkt, Einkommen. Das heißt, egal welche Idee, welches Konzept, habe ich auch die Marke, kann ich auch davon profitieren. Es bringt nichts, wenn ich etwas mache, aber davon selber nicht profitieren kann. Auch darüber werden wir heute reden. Welche Vorteile haben unsere Kunden? Zum einen individuelle Produktanpassung an Kundenwünsche. Da wir absolut neutral sind, arbeiten wir immer im Interesse unserer Kunden. Uns ist egal, welches Unternehmen, wir schauen, was dem Kunden besser passt. Und der eine sagt, ich möchte mehr Service, ich möchte mehr Leistungen haben, während ein anderer sparen möchte und der dritte möchte ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das optimal ist. Das nächste, bessere Leistungen zu günstigeren Preisen. Auch das ist entscheidend. Wenn Sie ein treuer Kunde in dieser Branche sind, aber auch in vielen anderen Bereichen, dann haben Sie keine Vorteile. Das heißt, Sie sind 10 Jahre treuer Kunde und Sie zahlen die alten Tarife, Sie haben wenig Leistung und müssen viel zahlen. Und zwar in allen Bereichen, ob es Telekommunikation und Energiebereich ist. Das heißt, es macht Sinn, alle Produkte zu optimieren, jedes Jahr oder alle 2 Jahre. Als Beispiel, du möchtest für heute vielleicht einen Handyvertrag abschließen und möchtest das neue iPhone haben und du willst jetzt nicht unbedingt 900 Euro in bar zahlen, du möchtest lieber höhere Grundgebühren zahlen. Natürlich, umsonst gibt es ja nicht. Das heißt, dieser Handy von 900 Euro ist in diesen 2 Jahren hinterlegt. Und wenn dieser Vertrag sich nach 2 Jahren verlängert, das heißt, du im dritten Jahr ein Handy ab, was du schon abbezahlt hast. Das heißt, es macht Sinn, und zwar in allen anderen Bereichen genauso. Im Durchschnitt spart sich eine Familie zwischen 300 und 1500 Euro im Jahr. Wenn ich beim Kunden bin, meistens ist es ja auch nicht so, dass der Kunde gerade mal das erste Jahr in seiner Wohnung lebt, manche auch viel, viel länger. Da hat man die Frage, dass man in den letzten 10 Jahren zwischen 3000 und 15.000 Euro weggeschmissen hat. Dann fragt man nur, was machen wir die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Wollen wir weiterhin die großen Unternehmen füttern? Wollen wir weiterhin das Geld einfach so wegschmeißen? Wenn ich einen Menschen frage, wenn du mit einem Auto fährst und 2 Tankstellen nebeneinander stehen und auf einer Tankstelle ist 2 Cent billiger, was würdest du machen? Wo würdest du tanken? Und jeder sagt dir natürlich da, wo es günstiger ist. Und dann sage ich, bei einem 60-Liter-Tank, was ein Durchschnittsauto hat, mal 2 Cent, hast du 1,20 Euro gespart. Aber dass du im Jahr allein im Strom 1.000, 2.000, 3.000 Kilowatt dieselben Liter mal 2, 3, 4 Cent teurer bezahlst, das sehen viele nicht ein oder verstehen es noch nicht. Das heißt, es ist ein gigantisches Potenzial vorhanden. Das nächste auch Verwaltung und Betreuung. Die Frage, wie wird es heute betreut? Im Bereich Energie und Telekommunikation, da existiert ja keine Betreuung. Um zu verstehen, was ich meine im Vergleich Versicherungsbranche, da hat jeder Kunde einen Berater oder kennt jemanden, wo er sich informieren kann, wenn er Fragen und Probleme hat. In unserem Bereich gibt es noch nicht. Das ist eine ganze Marktlücke. Das ist eine riesen, riesen Chance. Das nächste, ein kompetenter Ansprechpartner. Wir wollen mit dem Kunden nicht einmalig arbeiten, wir wollen lebenslang am besten arbeiten. Da profitiert der Kunde von uns, dass er einen kompletten Ansprechpartner hat, der kompetent ist und immer zur Verfügung ist. Aber auch der Geschäftspartner profitiert durch diese Zusammenarbeit. Als nächstes Vertragsmanager für freie Produktgestaltung und Optimierung. Da geht es um unser Programm MyNette und den Vertragsmanager. Es gibt immer wieder Kunden, die sagen, ich möchte alles unter meiner Kontrolle haben, ich möchte alles selber machen. Und dann bekommen sie auch dieses Programm und die haben diese Möglichkeit. Ganz, ganz wichtig, was hier ist. Erstens sind bei uns im System alles aussortierte Unternehmen. Egal, was der Kunde da anklickt, wird er richtig anklicken. Zum Zweiten, das Programm vergleicht nicht nur, sondern verwaltet die Produkte. Das heißt, das Programm sagt rechtzeitig, wann die Verträge auslaufen. Und zwar, dass wir noch etwas verändern können. Wenn wir eine Kündigung brauchen, ist es eine gesetzliche und schon hinterlegt. Das heißt, der Mausklick ist eine Kündigung erstellt. Wenn wir einen neuen Antrag brauchen, alles ist automatisiert in dem System. Und das Dritte und Entscheidende, hinter diesem Programm gibt trotzdem eine Persönlichkeit, einen Berater, der immer für den Kunden da ist, weiß irgendwelche Fragen, weiß irgendwelche Probleme auftauchen, dass wir einfach dazustehen. Und diese 3 Punkte gibt kein Internet und nichts auf dem Markt, was zurzeit da ist.
Das nächste, Zeitersparnis. Ja, die Kunden müssen sich gar nicht darum kümmern, wir übernehmen die gesamte Arbeit, was die Telekommunikation und Energiebereich angeht. Wir informieren, wer eine Kündigung braucht, kündigen wir. Wir erstellen neue Verträge und alles im Auftrag des Kunden natürlich. Kunde ist der König, er entscheidet, will ich oder will ich nicht, aber den Service bekommt er alles umsonst. Und das letzte ist Sicherheit und Garantie. Alles, was wir mit dem Kunden machen, hat eine Sicherheit und eine Garantie. Jetzt möchte ich etwas über den Markt erzählen. Es ist ein gigantischer Markt, auf dem wir arbeiten. Wir haben über 45 Millionen Internet-Self-Festnetz-Anschlüsse, über 45 Millionen Strom-, teilweise Gasanschlüsse im privaten Haushalt, über 12 Millionen Gewerbekunden und über 114 Millionen Handyverträge auf dem Markt. Das heißt, wenn man die ganz kleinen Kinder weglässt und die ältere Generation, dann haben viele 2 oder 3 Handyverträge. Jeden Monat werden über 3 Millionen neue Handyverträge abgeschlossen. Es ist ein gigantischer Markt. Allein im Bereich Telekommunikation werden über 60 Milliarden Jahresumsatz erzielt, im Bereich Energie über 100 Milliarden Jahresumsatz. Und auf diesem Markt befinden wir uns. Das heißt, es ist tatsächlich ein 100%iger Markt. Ich kenne keinen Menschen, der ohne Strom lebt. Ja, auch im Bereich Mobilfunk. Ja, vielleicht gibt es jemanden, der keins hat, dafür hat ein anderer 3 oder 4. Ja. Das nächste und entscheidende Punkt, kein Produktverkauf. Wir müssen dem Kunden nicht erklären, wozu er Internet braucht. Was soll er mit dem Handy anfangen? Was soll er mit dem Strom machen? Versteht ihr? Und der dritte Punkt, den habe ich in meinen 12 Jahren in keinem Unternehmen bis jetzt gefunden, weil es ist ein Widerspruch jeder Geschäftsidee. Jedes Unternehmen, jede Dienstleistung muss normalerweise vom Endkunden bezahlt werden. Wir als Endkunden zahlen für jedes Produkt und wir sagen, lieber Kunde, nach unserer Arbeit hast du mehr Geld, eben zwischen 300 und 1500 Euro mehr bei verbesserter Leistung. Die Frage ist, ich habe schon angedeutet, es gibt eine Marktlücke, es gibt keine Berater in dieser Branche. Und da muss man auch verstehen, wieso es sie nicht gibt. Und zwar, es gab eine riesen Marktveränderung. Und zwar in einer kurzen Zeit, also vor 20 Jahren, war alles verstaatlicht, es gab nur einen Telekom, es war verstaatlicht und andere Unternehmen gab es nicht und sie durften gar nicht auf dem Markt sein. Im Energiesektor waren die Preise halb so teuer wie heute und war auch alles verstaatlicht und vor 20 Jahren kamen gerade die ersten Handys auf den Markt. Das heißt, vor 20 Jahren hat kein Kunde einen Berater gebraucht, wozu auch. Erstens war es viel günstiger alles, zweitens konntest du eh nichts auswählen. Aber in diesen 20 Jahren hat sich vieles verändert. Aus einem Telekom wurden viele Unternehmen, viele Provider und jeder schnürt so seine eigenen Tarife und zwar, die verändern sich auch im Monatstag, diese ganzen Tarife. Wir sind im Internet gelandet und in 3 Optionen von DSL, Kabel, mobiles Internet. Aus einem Handy, so aus den ersten Handys, hat mittlerweile jedes Kind ein Handy. Jeder zweite hat Tablets, ja, mobiles Internet. Strom-Gas-Bereich wurde doppelt so teuer in den letzten Jahren. Und wir haben über 900 Unternehmen auf dem Markt. Das heißt, irgendwann ist der Kunde einfach nicht mehr in der Lage, alles im Überblick zu behalten. Und das sind auch die Fakten. Ich meine, alles, wovon ich heute rede, ist ja keine Theorie. Wir arbeiten ja schon mit Kunden seit 3, 5, 8 Jahren. Und wir wissen, wie es funktioniert. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Kunden getroffen, der alles perfekt hatte. Das heißt, wenn sich die Kunden so gut auskennen würden, trotz Internet und allem, sind die Menschen zu einem nicht in der Lage, die haben nicht das Wissen. Und zum Zweiten sind viele nicht bereit oder sind nicht diszipliniert genug, um das optimal jedes Jahr, alle 2 Jahre zu machen. Ich kenne es auch von mir früher, als wir das Programm nicht hatten. Ich habe schon in der Branche gearbeitet, mein Handy hat sich verlängert einfach. Ja? Weil ich vielleicht nicht der Beste in Disziplin bin, aber jetzt ist das Programm, das komplett alles übernimmt. Und ganz entscheidend, die Kunden brauchen neutrale Berater. Es ist ein riesen Markt und darauf auch bezogen konkurrenzlos. Es gibt keine Konkurrenz auf diesen Riesenmarkt. Das heißt, du kannst dich fragen, ob du einen Berater hast. Du kannst auch deinen Nachbar, deine Freunde, Bekannte fragen, ob die einen neutralen Berater haben. Du wirst feststellen, es ist ein gigantischer Markt und keiner hat Berater. Damit du ein Bild machen kannst von der ganzen Information, stell dir mal einfach mal vor, du sitzt auf einer Wiese mit einem schönen Tisch gedeckten. Es ist gerade Sonnenuntergang. Du hast alles schön lecker gemacht auf dem Tisch. Und du genießt den Sonnenuntergang und vor dir siehst du ein riesiges Rohr, das komplett von links nach rechts durchzieht. Und das ist das Rohr der Geldströme aus der Telekommunikation-Energiebereich.
Da fließen 160 Milliarden Jahresumsatz jedes Jahr. Und du hast ein Handbekommen, du hast einen Schlüssel und die Frage, gehst du zu diesem Rohr und dockst dich an? Diese Entscheidung musst du treffen. Aber eins ist ganz sicher und ganz wichtig zu verstehen. Die Anschlüsse gibt es und sie werden alle besetzt sein. Jetzt kommen wir zu den Aufstiegsmöglichkeiten. Natürlich kann man als Kundenberater beginnen, wobei Unternehmensaufbau viel, viel mehr Zukunft hat. Man kann natürlich ganz, ganz nach oben in die Führung sich hocharbeiten. Kurz gesagt, jeder, absolut jeder hat die Chance, seine Karriere so hinzulegen, wie er sich vorstellen kann. In drei Schritten zur Freiheit. Natürlich geht es einerseits um den Zusatz, Einkommen und einen Nebenjob für viele, während ich möchte dich heute dazu motivieren, auf die Managementposition aufzusteigen, denn jeder hat die Chance dazu und ich möchte, dass du deine Ziele nicht kleiner machst, sondern dass wir daran arbeiten, dein Einkommen zu vergrößern und dabei vielen, vielen Kunden auf diesem Markt helfen, Geld zu sparen. Bei Beginn der Karriere geht es in erster Linie um Kundenberatung und Betreuung. Das heißt, du hast die Möglichkeit, an deinen eigenen Produkten sofort Geld einzusparen und Geld zu verdienen. Im Durchschnitt verdienst du 30 Euro pro Stunde und mehr. Am Anfang ist es tatsächlich, dass wir vielleicht dem Kunden das Konzept, die Idee erklären müssen und dafür brauchen wir vielleicht 30 Minuten, 30 Minuten Kaffee trinken. Aber alle Jahre danach, sprich alle Optimierungen, verdienst du in den nächsten Jahren dieselben 30, 40, 50 Euro im 5-Minuten-Tag. Wissen Sie, wenn Kunden zu mir heute nach 3, 5, 8 Jahren kommen, die fragen nicht mehr, um was es geht. Die wissen, wie es funktioniert. Die wissen, dass sie Vorteile haben. Die wissen, dass wenn sie irgendwelche Fragen oder Probleme, sie kommen zu uns. Das heißt, die kommen, unterschreiben und gehen. Ja? Und einen Vertrag zu erstellen durch das automatisierte Vertragsmanager, der speichert dir alle Daten. Das heißt, wenn du einen Vertrag brauchst, brauchst du nur einen Kundennamen angeben. Die ganzen Daten sind im System hinterlegt und in 2 Minuten hast du einen neuen Vertrag. Kurzer Anruf. Per Post abschicken oder der Kunde kommt vorbei und hast in 5 Minuten dieselben, wie gesagt, 30, 40, 50 Euro verdient. Wir haben eine Karriereleiter, wie in jedem Unternehmen, egal ob wir anfangen, ob wir eine Ausbildung machen, wir haben Festübernommen, machen wir dann Techniker, Meister, Ingenieur, bis zur rechten Hand von Chef, geht es immer nach oben, so im Grunde genommen. Genauso auch wir haben eine Karriereleiter, die aus 7 Karrierenstufen besteht. Ganz wichtig, auf allen Karrierenstufen bekommen wir dieselbe Abschlussprovision, weil wir sagen, für die gleiche Arbeit müssen wir alle gleich bekommen oder gleich bezahlt werden. Wenn wir dann andere Aufgaben übernehmen, wenn wir dann Unternehmensaufbau machen, dann kommen noch weitere Einkommensarten dazu. Zweiter wichtiger Punkt, einmal erreichte Karrierestufe ist für immer. Ich muss sie nicht nachweisen mit irgendeinem Umsatz oder sonst irgendwas, einmal erreicht, für immer erreicht. Auch ein entscheidender Punkt, falls jemand aus irgendeinem Grund mal für eine Zeit ausfallen sollte, behält er die Karrierestufe für immer. Und der letzte und entscheidendste Punkt, wir haben keine Zeitbeschränkung und damit, klar haben wir Kriterien, die wir erfüllen müssen, um weiterzukommen, aber es hängt nur allein von dir ab, wie schnell oder wie langsam du hochkommst. Das ist das Einzige. Ich nenne es, oder aus meiner Ansicht ist es so, es ist wie ein Marathonlauf. Und natürlich gibt es unterschiedliche Menschen, die bei uns einsteigen. Es gibt Menschen, die bei uns einsteigen, die 10 Jahre Erfahrung haben im Business, die viele Kontakte haben. Und natürlich können sie schneller erfolgreich werden. Aber es steigen bei uns auch Geschäftspartner ein, die vielleicht davor noch nie eigenes Unternehmen aufgebaut haben. Die sollen dieselben Chancen haben. Das war uns entscheidend wichtig, weil es ein Marathonlauf. Egal, ob du ein Sportler bist, ja, der wird vielleicht in 2-3 Stunden einen Marathon durchlaufen oder du noch nie Sport gemacht hast. Wenn du nicht aufgibst und ausdauernd das machst, wirst du von mir aus nach 2-3 Tagen aber am Ziel ankommen. Und genau diese Chance wollen wir jedem Geschäftspartner auf den Weg geben. Und bevor wir zum Haupteinkommen rübergehen, bevor wir zum Unternehmensaufbau rübergehen, möchte ich ein paar Meinungen von erfolgreichen Menschen anschauen. Was denken erfolgreiche Menschen über Vertrieb, über Network Marketing? Mein persönlicher Tipp: Schau immer zu den Menschen, die in der Praxis es erreicht haben, und zwar in allen Lebensbereichen. Wenn du eine Traumfigur haben willst, dann lerne von dem Menschen, der eine Traumfigur hat, der Ahnung hat vom Sport, und zwar nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Wenn du erfolgreich werden willst, lerne von Menschen, die erfolgreich sind. Wenn du reich werden willst, frag Menschen, die Geld haben. Es ist faszinierend, wenn Freunde, Bekannte sich austauschen und dein Freund
gibt dir einen Tipp, wie du erfolgreich werden sollst, während er selber keine Ahnung hat von Erfolg und eventuell sogar auf einem niedrigeren Niveau lebt als du. Es ist auch interessant, wenn Menschen Tipps geben, wie man eine Beziehung aufbaut, ohne einen Partner zu haben. Die Frage, wie soll es funktionieren? Meine Persönlichkeit, Meinung ist immer, lerne von Menschen, die es erreicht haben, und zwar nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Hier haben wir einige der erfolgreichsten Menschen der Welt. Zu einem Donald Trump, der vielen Menschen mittlerweile bekannt ist. Aus meiner Sicht ist er ein Milliardär und ich kenne ihn schon länger. Der ist ja auch hier sehr interessant im Immobilienbereich. Aber hat sich spezialisiert, er hat sich positioniert und hat gesagt, ich baue keine kleinen Häuschen, ich baue nur Wolkenkratzer. Und damit ist er Multimilliardär geworden. Einmal war er mal auf einer Show eingeladen worden und da wurde mal gefragt, Donald Trump, wenn Sie heute alles verlieren würden, was würden Sie dann machen? Und er sagt, ich würde Network Marketing betreiben. Daraufhin haben alle Zuschauer angefangen zu lachen und er sagt dann, sehen Sie, deswegen sitze ich hier und die da drüben. Das ist der Unterschied, damit wollte er sagen, deswegen bin ich ein Milliardär und ihr seid die Zuschauer des Lebens. Warren Buffett ist der reichste Mensch Amerikas, Investor, Unternehmensberater. Er sagt, die Investition in ein Network-Marketing-Unternehmen war die beste, die er je getätigt hat. Auch da, sehr interessant zu beobachten, in vielen Ländern ist es sehr unrealistisch, 5-6% Rendite zu bekommen, während Warren Buffett im Durchschnitt zwischen 23% landet. Und da sage ich auch einen Tipp, ganz einfach, wenn du aus deinem Geld mehr Geld machen willst, gib Menschen, die Geld haben. Es kann doch nicht sein, dass du einem Menschen Geld gibst, der selber kein Geld hat, wie soll er aus deinem Geld Geld machen, wenn er aus seinem eigenen nicht geschafft hat? Bill Gates hat 2010 gesagt, in Zukunft wird es nur noch drei Arten von Unternehmen geben, und zwar Internetgeschäft, Empfehlungsgeschäft, ist Network Marketing, und diejenigen, die es nicht mehr gibt, weil sie den Trend verpasst haben. Und der letzte, der mir auch sehr entscheidend wichtig ist, Robert Kiyosaki. Damit hat sich mein Leben verändert. Sein Buch Reicher Vater, Armer Vater, den ich mit 16 Jahren gelesen habe, hat mich zum Nachdenken gebracht. Auch hier eine kleine vielleicht Geschichte von mir. Ich bin einerseits dankbar, dass ich mit 16 vielleicht nicht der Beste in der Schule war, weil hat mich dafür umso mehr gefragt, will ich wirklich mein ganzes Leben etwas tun, was ich nicht mag und nicht mal dabei gut verdienen können. Wäre ich gut in der Schule und hätte ich studiert, hätte ich meine sichere 4.000-5.000 Euro, hätte ich vielleicht den Weg nie gegangen. Deswegen bin ich sehr dankbar damals dafür, dass ich vielleicht nicht so gut war, aber ab dem Moment habe ich angefangen, ständig zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Aber in dem Bereich, was mir Spaß macht, wo ich Interesse habe, und da braucht mich auch keiner zwingen, ich mache es selber, es macht mir Spaß, ich entwickle mich weiter. Und Robert Kiyosaki hat mal gesagt, reiche Menschen suchen und bauen Netzwerke, die restlichen suchen Arbeit. Auch das ist eine entscheidende Aussage. Es gibt Menschen, die im Leben Chancen und Möglichkeiten suchen und sie finden sie auch. Es gibt Menschen aber, die im ganzen Leben nur Haken und Probleme suchen und auch die werden die Haken und Probleme sehen. Aber was noch entscheidend ist, in der heutigen Gesellschaft ist Arbeit was ganz Normales geworden. Ja? Zu arbeiten ist was ganz Normales und ich möchte dir vielleicht eine andere Sichtweise davon geben. Ich sage immer wieder, die Menschen haben auf der Brust so eine Tafel, wo drauf steht, eine Stunde meines Lebens kostet Punkt, Punkt, Punkt. Die Frage ist, was ist dein Leben wert? Im Grunde genommen macht mich fasziniert, wenn Menschen sagen, Geld ist nicht wichtig und gleichzeitig geben sie mehr als halbes Leben dafür auf, um Geld zu verdienen. Und das ist ein Paradox. Und diese neue Sichtweise hat mir geholfen, nachzudenken, und Unternehmen aufzubauen, weil ich sage, ich will mich nicht verkaufen. Ich will meine Lebenszeit. Zeit ist das wichtigste Ressource, das du hast. Wissen, Geld kannst du immer wieder aufbauen, aber Zeit ist für immer weg. Und das ist so entscheidend. Jetzt kommen wir zum hauptberuflichen Start. Hier wirst du als Unternehmer gefragt. Hier geht es darum, wie weit willst du dein Unternehmen aufbauen? Was willst du erreichen? Was sind deine Ziele? Und hier kommen natürlich auch weitere Einkommensarten, die absolut auf passiver Basis aufgebaut sind. Vielleicht versteht nicht jeder, was der Unterschied zwischen aktivem Einkommen und passivem Einkommen ist. Aktiver Einkommen ist, wenn wir unsere Zeit gegen Geld eintauschen. Im Grunde genommen Arbeit. Passives Einkommen ist, wenn wir einmal etwas machen, aber langfristig Geld bekommen. Und du wirst nie von einem reichen Menschen hören, etwas vom aktiven Einkommen.
Sie haben solche Aussagen wie, arbeite am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Sie haben solche Aussagen wie, Geld macht Geld. Alle Reichen investieren Geld und machen aus dem Geld noch mehr Geld. Ja? Die Armen investieren nicht. Deswegen, passives Einkommen war auch mir beispielsweise mit 16 sehr bewusst, deswegen auch im Transportbereich war das für mich auch ein passives Einkommen. Wir haben bis zu 10 LKWs aufgebaut, das heißt, wir haben Angestellte, und solange die LKW-Fahrer gefahren sind und keine Unfälle gemacht haben, haben wir in jeder Tour unsere Gewinne hinterlegt, und das war passives Einkommen. Das heißt, ich war zu Hause und habe trotzdem dasselbe verdient. Da ist natürlich, dass die Fahrer mal Unfall bauen können, da ist natürlich, dass die Fahrer krank werden können, da ist Risiko und so weiter. Aber passives Einkommen ist sehr, sehr interessant, und wie gesagt, diese 4 Einkommensarten, die zum Abschlussprovision kommen, sind alle auf passiver Basis aufgebaut, und darüber möchte ich ein bisschen genauer mit dir reden. Die Teamprovision beginnt damit, dass wir ein Unternehmen aufbauen. Da möchte ich dir vielleicht ein paar Beispiele machen, was meine ich damit. Im traditionellen Geschäftsmodell, wenn es um den Bereich Telekommunikation und Energiebereich geht, kannst du ja auch Unternehmen aufbauen. Und zwar, du hast die Möglichkeit, einen Shop aufzumachen. Dafür musst du meistens Franchise-Gebühren zahlen, hast nur ein Unternehmen und darfst auf Provisionsbasis verkaufen. Natürlich musst du auch Miete bezahlen und so weiter. Als Unternehmer hast du dann die Möglichkeit, eine zweite Filiale, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, irgendwann mal so viele Filialen aufzubauen, von jeder ein bisschen mit zu profitieren. Und dann ist es egal, ob du Urlaub machst, dann ist es egal, ob du krank bist. Das Geld kommt trotzdem und du bist absolut frei. Und genau die gleiche Möglichkeit möchten wir dir auch bitten. Und zwar nur ohne Investition, ohne Risiko. Denn jeder Geschäftspartner ist im Grunde genommen für mich eine neue Filiale. Es ist ein Shop, der nur von zu Hause betrieben wird. Ganz wichtig auch hier, die Geschäftspartner müssen nicht von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit, sondern die können ganz in Ruhe nebenbei einen Kundenstamm aufbauen. Die haben auch die Möglichkeit, weitere Geschäftspartner, sprich weitere Filialen aufzubauen. Und die haben nicht nur ein Unternehmen, sind absolut neutral und du kannst davon profitieren. Das heißt, du hast die Wahl, erstens schneller, einfacher, ohne Risiko, und dieselben Möglichkeiten sogar mehr aufzubauen. Und zwar, es gibt keine Grenzen, ob du 2, 3, 5 oder 100 eigene Geschäftspartner, eigene Filialen aufmachst. Und da ist Interesse vorhanden, deinen Geschäftspartnern zu helfen. Je mehr sie Umsatz machen, desto mehr bekommst du. Und zwar von 2,5 bis 10% in 5 Reihen nach unten. Ausbildungsprovision. Hier bekommst du 4 bis 11 Euro pro Vertrag. Und zwar ohne Grenzen in der Breite oder in der Tiefe. Dein gesamtes Team, das ist, was an Verträgen schreibt, bekommst du mal 4 oder 11 Euro, kommt darauf an, welche Karrierenstufe du bist, einfach so ausbezahlt. Und natürlich, je größer das Team ist, und das Geile und das Interessante ist, dass wir immer mit Bestandskunden arbeiten. Das heißt, wir brauchen nicht immer neue Kunden. Einfacher Beispiel, und vielleicht ja verständlich, du mal, was meine ich. Stell dir vor, du baust in den nächsten 5 Jahren ein Team aus 100 Geschäftspartnern. Das ist bei weitem nicht viel. Es gibt im Vertrieb Geschäftspartner, die über 1 Million Geschäftspartner haben. Ja? Deswegen, wenn ich ein Beispiel mit 100 Geschäftspartnern mache, dann ist mehr als realistisch. Und du musst nicht mal selber alle Filialen aufmachen, sondern du hast vielleicht 2, 3, 5, 10, die haben auch jeweils ein paar, und ein paar haben Kunden gemacht, die anderen haben Unternehmen aufgebaut. Das heißt, nehmen wir als Beispiel, nach 5 Jahren hast du 100 Geschäftspartner. Und jeder Geschäftspartner macht nur 5 Verträge pro Monat. Das heißt, circa 1 Vertrag pro Woche. Das sind alle faul und das machen die nur 1 Jahr. Nach 1 Jahr haben wir Bestandskunden, die wir nur optimieren, den Kunden helfen, Geld zu sparen, bessere Möglichkeiten, bessere Leistungen. Und was würde es für dich bedeuten? Allein 100 Geschäftspartner mal 5 Verträge sind 500 Verträge mal 7 Euro, sind 3.500 Euro Ausbildungsprovision, ohne dass du je einen Vertrag geschrieben hast. Dazu kommt Auto-Bürozuschuss. Möchtest du einen Firmenwagen haben? Möchtest du ein eigenes Büro? Oder einfach bar ausbezahlt? Du hast die Wahl. Das heißt, es ist nur ein Name der Provision. Es wird einfach ausbezahlt und beginnt mit 300 Euro und geht bis 1000 Euro nach oben. Und auch sehr, sehr interessant, die Umsatzbeteiligung. Das heißt, ab Orgeleiter bist du auch beteiligt am gesamten Unternehmen der Nette GmbH. Und alle Führungskräfte verteilen sich diese Umsatzbeteiligung, dass jeden Monat von 12,5% zu den Führungskräften verteilt wird. Und das ist da, wo ich sage, das ist nicht nur dein Unternehmen, sondern du profitierst vom gesamten Unternehmen der Nette GmbH,
heute deutschlandweit, morgen europaweit. Und das ist sehr, sehr interessant. Wenn wir dann über die Führungsebene reden, über Management-Einkommen, was ich auch davor gesagt habe, ich möchte euch dazu motivieren, Management-Einkommen, die Richtung hochzuarbeiten, die Karriere ganz nach oben zu gehen. Ganz ehrlich muss ich auch dazu sagen, hier hoch kommst du nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung, weil es entscheidend, dass du an dir arbeitest, auch am Anfang die Aussage, nichts ändert sich, außer du änderst dich. Und da beginnt es, dass wir an uns arbeiten müssen, aber dieses Wissen geben wir dir, dazu komme ich noch genau zu sprechen, was ganz entscheidend ist, wir werden die nächsten 20, 30 Jahre allein in Deutschland so viel zu tun haben. Und die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, dein Leben zu verändern? Bist du bereit, etwas zu verändern und daran zu arbeiten? Was wird es für dich bedeuten? Eine höhere Lebensqualität, Ziele, Visionen erreichen, selbstbestimmt leben. Willst du das? Willst du dein Leben verändern? Willst du es erreichen? Du hast alle Möglichkeiten. Hier geht es darum, dass alle Einkommensarten, die wir davor besprochen haben, sich immer erhöhen und erhöhen. Das heißt, hier allein Ausbildungsprovision liegt bei 11 Euro, Autobürozuschuss mittlerweile schon bei 1000 Euro, Umsatzbeteiligung wird größer und Gewinnbeteiligung kommt dazu. Das heißt, dass extra Projekte gemacht werden, einer der plant, ihr Geld weiter zu reinvestieren in Urlaubsimmobilien und sie bieten allen Geschäftspartnern auch mitbeteiligt in diesen Immobilien zu sein. Das heißt, Annett investiert Geschäftspartner an Karriereleiter ab, Teammanager sogar, werden die Möglichkeit haben, einfach so beteiligt zu sein und wiederum davon zu profitieren. Annett sponsert auch zwei Projekte, ist auch ein für mich ganz, ganz wichtiges Thema. Auch hier nicht umsonst spenden alle Reichen Geld. Es ist ein Thema, was vielleicht etwas von mehr vom Umfang ist, aber was hier ganz wichtig ist, wir wollen etwas auch abgeben und wir sponsern Annette GmbH Kinderheim in der Ukraine und Partnerschaften in Indien und damit möchten wir auch ein großes Danke an alle Vertriebspartner sagen, denn gemeinsam haben wir es geschafft und wir versuchen auch immer weiter und größere Projekte aufzubauen, immer mehr zu helfen, die vielleicht nicht die Chancen und Möglichkeiten haben, wie wir in Deutschland zu leben und dieses schöne Leben hier genießen zu können. Das perfekte System. Du hast heute die Informationen bekommen über die Präsentation. Was ist das Konzept? Was ist die Idee? Was steht dahinter? Was sind die Ziele, Visionen des Unternehmens? Hast einiges erfahren. Danach geht es darum, dass die persönlichen Coaching, dass wir mit dem Geschäftspartner uns zusammensetzen, dass wir feststellen, wo wollen wir denn überhaupt hin? Was sind die Ziele? Wollen wir in den Managementbereich? Was sind wir bereit an Zeit zu investieren? Welches Wissen benötigen wir? Und durch diese persönlichen Coachings werden alle neuen Geschäftspartner begleitet. Dann kommt Teamtreffs dazu, dass wir wöchentlich Neuigkeiten besprechen, Trainings machen, dass wir lernen auf Praxis, nicht nur Theoriewissen. Dann kommt die Akademie und hier muss ich auch dazu sagen, wer wirklich erfolgreich werden will, Akademie ist Pflicht. Ja? Weil da geht es auch viel, viel mehr um deine Persönlichkeit und als oberster Bereich Vision Club, das ist der, sage ich mal, Leader Elite Club, wo du wirklich innerhalb ein paar Jahren aus dir eine Erfolgspersönlichkeit gemacht wird. Da geht es dann nur um deine Werte, es geht dann nur um dich, um deine Persönlichkeit und es geht darum, aus dir, wie gesagt, eine Erfolgspersönlichkeit zu machen. Und das ist das Entscheidende. Ich habe mich immer wieder gefragt, was verbindet eigentlich alle reichen Menschen? Sie sind ja jeder in seiner eigenen Branche, in seiner eigenen Nische spezialisiert, aber eins haben sie alle, Persönlichkeitsentwicklung. Sie sehen die Welt etwas anders. Wissen Sie, Donald Trump sagt, ich würde Network Marketing machen und die anderen lachen. Und das ist der Unterschied, dass eben die erfolgreichen Menschen sich auf Chancen, Möglichkeiten konzentrieren, auf Ideen, auf Projekte, auch auf Umsetzung. Und wiederum arme eher auf Probleme, auf alles in Schuld außer sie. Das heißt, die Persönlichkeitsentwicklung ist sehr entscheidend für deinen Erfolg. Das ganze System, das perfekte System von Ausbildung, Verwaltung, Unterstützung, Arbeitsprogramme, du bekommst das ganze System für 50 Euro im halben Jahr und ganz, ganz wichtig, nicht vom Konto, sondern von der Provision. Wir sagen, fang an, das Geschäft wird funktionieren und verdien dir erst das Geld und dann wird es einmal im halben Jahr für die Programme von deinem Provisionsabrechnung 50 Euro abgezogen und das war's. Und diese Möglichkeiten, das ist auch der Punkt, wo ich sage, es ist keine Investition, weil Investition heißt,
erstmal Geld investieren und Risiko eingehen. Wir sagen, verdien dir erst das Geld und dann funktioniert das. Sollte jemand aus irgendeinem Grund dieses Geschäft nicht funktionieren, wollen wir auch keinen einzigen Cent von ihm. Und deswegen ist das System so genial aufgebaut. Wir haben auch viele Incentives und Wettbewerbe für unsere Geschäftspartner. Wir haben die Möglichkeit, ein iPad am Anfang als neuer Geschäftspartner innerhalb von 2 Monaten für uns zu gewinnen. Wir haben die Möglichkeit, jeden Monat ein Auto für sich zu gewinnen. Und auch Reise wird jedes Jahr neu gemacht. Das heißt, wir haben jedes Jahr die Möglichkeit, Reise zu machen. Was mir persönlich ganz wichtig ist, diese ganzen Wettbewerbe ist eigentlich im Grunde genommen nur eine Motivation, um eigentlich das Wahre zu erreichen, dass die Geschäftspartner ihr großes Unternehmen aufbauen. Das heißt, diejenigen, die fleißig sind, außer dass sie ein Unternehmen aufbauen, von dem sie ihr Leben lang profitieren können, bekommen sie alles andere noch oben drauf. Und ganz wichtig, es ist ganz fair für alle Geschäftspartner, ob neue und die lange dabei sind. Es ist fair, das heißt, auch da ist sehr richtig und korrekt geregelt. Die Frage, kann jeder erfolgreich werden? Ab und zu bekomme ich solche Aussagen zu hören, ja, jeder Mensch kann doch nicht erfolgreich sein. Wenn jeder erfolgreich ist, wer soll dann arbeiten gehen? Ja? Und ich sage dir heute, zu 100% kann jeder Mensch erfolgreich sein. Ich mache mal ein anderes Beispiel und sage, jeder Mensch möchte eine Traumfigur haben. Und jeder Mensch könnte jeden Tag Sport machen, um an seiner Traumfigur zu arbeiten. Wie mein Weiser gesagt hat, wir müssen nicht jeden Tag Sport machen, nur an den Tagen, an denen wir was essen. Das heißt, wenn du jeden zweiten Tag was isst, darfst du auch jeden zweiten Tag Sport machen, ansonsten jeden Tag. Und es geht hier nicht um Fitnessstudio, es geht hier nicht darum, ob ich Geld oder kein Geld habe. Es geht darum, dass jeder Mensch jeden Tag Sport machen könnte. Aber nicht jeder ist bereit, jeden Tag Sport zu machen. Und genauso ist es mit dem Erfolg. Jeder könnte erfolgreich werden. Aber nicht jeder ist bereit, etwas dafür zu tun. Zweitens müssen wir unterscheiden, Erfolg ist für jeden Menschen was anderes. Für den einen ist es finanzieller Bereich, für den anderen kann Erfolg in der Gesundheit sein, in der Beziehung kann Erfolg sein. Aber auch wenn wir das Finanzielle als Beispiel nehmen, auch da ist es bei jedem Menschen anders. Der eine will 500 Euro passives Einkommen, der andere will 5.000, um frei zu leben, während ein anderer sagt, ich brauche 50, 100 oder einige Millionen. Auch da unterscheidet sich und je höher dein Ziel ist, desto mehr musst du auch natürlich dafür machen. Ganz wichtige Kriterien für ein freies und erfolgreiches Leben. Erstens Disziplin und Ausdauer. Entscheidend wichtig. Wir müssen einfach dranbleiben, wir müssen diszipliniert bleiben. Ich sage immer wieder, meine Aussage oder meine Vorstellung vom freien Leben ist, selbst zu entscheiden, was zu tun, was ich mache, aber auch hier nicht nur, wenn es um Spaß geht. Das heißt, wenn ich mir selber sage, ich muss arbeiten, dann muss ich arbeiten. Das heißt, ich bin der Herr meines Lebens und wenn ich mir sage Spaß, dann mache ich Spaß. Wenn ich sage arbeiten, dann muss ich arbeiten. Die meisten Menschen haben kaum Disziplin, weil sie sind nicht gewohnt, selbst Disziplin zu erarbeiten. Sie sind gewohnt, dass es einen Chef gibt, der ihnen sagt, das musst du machen, das musst du machen. Das heißt, hier musst du dran arbeiten. Das ist auch ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung, auch an deiner Disziplin zu arbeiten. Das zweite, konstantes Lernen und Wachsen. Es gibt solche Aussagen, vielleicht hast du auch gehört, sei zufrieden mit dem, was du hast. Ich halte diese Aussage für falsch, weil zufrieden sein bedeutet noch lange nicht, dass wir die Sachen oder das, was wir besitzen, schätzen, dass wir sehen können, dass wir laufen können. Das heißt, wir sind nur zufrieden. Ich bin mir dafür, dass wir dankbar sind für alles, was wir haben. Dafür mache ich mir persönlich einen Vergleich zwischen meinem Leben hier in Deutschland und einem in Afrika. Versteht ihr? Einige in Afrika müssen jeden Tag 2,5 Stunden zur Arbeit laufen und zurück dann. 5 Stunden nur fürs Laufen. Ja? Einige können vielleicht in dieser Welt nicht sehen, nicht hören, nicht laufen. Und das haben wir alles. Und das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, einerseits dankbar sein und andererseits nie aufhören. Du kannst immer mehr. Es geht nicht mal ums Geld. Es geht darum, wenn ich vielen Kunden helfen kann, wieso soll ich da aufhören? Verstehst du? Wenn wir mittlerweile mit meinem Team um die 10.000 Kunden betreuen, wieso sollen wir da aufhören? Wir können auch weiter mehr Kunden helfen. Wieso soll ich mit meiner Gesundheit aufhören? Ich kann auch da immer weiter und weiter steigen. Wieso soll ich in einer Beziehung aufhören zu wachsen? Und wenn dann hinterher, wenn du etwas tust, was du liebst,
und Kunden Nutzen bringst. Und wenn da hinterher noch Geld dazu kommt, ist es auch nicht schlimm, wenn es mehr und mehr wird. Deswegen ganz entscheidend, konstantes Lernen und Wachsen. Es geht vor allem um deine Persönlichkeit. In der heutigen Zeit verdoppelt sich das gesamte Weltwissen jedes Jahr. Und wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann zwingt dich das Leben irgendwann mal, es trotzdem zu machen. Aber dann bist du ganz, ganz hinten dabei. Und das letzte und entscheidende, Handeln. Es bringt nichts, Theoriewissen zu haben. Du musst von der Theorie in die Praxis umsetzen. Du musst handeln, du musst es machen. Und darunter ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Man muss kein Profi sein, um anzufangen, aber wir müssen anfangen, um Profis zu werden. Das Problem vieler Menschen oder vieler Erwachsener, die haben Angst vor Fehlern. Die wollen alles in der Theorie berechnen. Es gibt einen Geschäftsmann, die sagen, ich will alles über die Produkte wissen. Ja? Und die lernen, fangen nie an. Und die werden auch nie anfangen, weil das Problem viel zu starke Angst vor Fehlern. Du wirst aber immer Fehler machen. Ja? Und da sage ich immer wieder, die kleinen Kinder sind den Erwachsenen viel, viel überlegener, weil sie wenig Wissen haben. Sie handeln, sie machen es einfach, sie machen ihre Erfahrung. Ja? Und ich sage immer wieder, wenn du das Wissen eines Erwachsenen einem Kind gibst, wird das Kind wahrscheinlich nie wieder laufen. Weil es zweimal hinfällt und sagt, es ist nichts für mich. Ich kann es nicht. Versteht ihr? Das ist alles Blödsinn. Jeder Mensch kann alles lernen. Natürlich kannst du nicht gleichzeitig viele Sachen können. Aber egal, was du vorhast, du kannst es erreichen. Hundertprozentig. Ich sage auch, die Entwicklung von Null, von den Kindern, bist du, sag ich mal, der Masse, was 80% kann. Da wird nie in Frage Sachen gestellt. Da wird nie in Frage gestellt, ob jemand eine Sprache lernen kann, ob er reden lernen kann, ob er lesen lernen kann, ob er Fahrrad fahren lernen kann, ob er eine Ausbildung ausüben kann oder eine lernen kann. Das ist alles selbstverständlich, aber nur zu dieser Masse bist du so bist wie alle. Ab da gibt's auch keine Grenzen. Auch da kannst du dich immer weiterentwickeln und weiterentwickeln. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du einmal diszipliniert bleibst, konstant lernst und wächst. Und da wollen wir dich auch unterstützen und handelst ins Handeln kommen, einfach machen. Fehler werden sein. Ich behaupte mal, ein Mensch, der noch nie Fahrrad gefahren hat, egal welches Wissen hat, er wird es nie in der Theorie berechnen können. Egal was er da ausrechnet, er wird sich hinsetzen und einmal hinfallen. Die Frage ist, ob er aufsteht und weitergeht. Das ist das Entscheidende. Zusammenfassung. Was bringt die Zusammenarbeit mit Annette? Was bringt es dir? Einmal Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du dich entwickeln willst, wenn du etwas in deinem Leben verändern willst, geben wir dir alle Möglichkeiten dazu. Stabiles und passives Einkommen. Ganz entscheidend, damit du irgendwann mal frei sein kannst. Absolute Freiheit. Selbstverwirklichung. Irgendwann hast du so viel verdient. Irgendwann hast du das Unternehmen so weit aufgebaut. Oder anders gesagt, was machen wir im Grunde genommen? Wir finden immer neue Freunde und helfen ihnen, ihr Unternehmen aufzubauen. Das heißt, mein ganzes Geschäft ist eigentlich eigene Ideen verwirklichen, mit Freunden gegenseitig unterstützen und am Ende vielen, vielen Kunden helfen, Geld zu sparen. Fakt ist, das Produkt braucht jeder. Es ist ein Ich-muss-Produkt. Es ist sowas von einfach aufgebaut. Also vom Fachwissen brauchst du eigentlich ganz, ganz wenig, weil jeder Mensch hat ja die Produkte und jeder Mensch kennt sich damit aus. Natürlich gibt es ein bisschen Fachwissen, was man wissen muss, aber es ist ganz, ganz wenig. Es ist mehr die Persönlichkeitsentwicklung und auch hier ganz wichtig, ich möchte dir kein Geschäftsmodell erklären, das dich von heute auf morgen reich machen wird. Gibt's auch nicht. Auch solche Aussagen, über Nacht reich geworden, ja, dahinter ist es meistens so, dass einer 999.000 gehabt hat und über Nacht 1.000 dazukommen, ist er Millionär geworden. Aber dass er davor 10 Jahre vielleicht gearbeitet hat, dass er davor das Ganze aufgebaut hat, das sehen viele dann nicht. Deswegen, wie schnell du erfolgreich bist, hängt davon ab, inwieweit bist du bereit, an dir zu arbeiten, inwieweit bist du bereit zu handeln, aus den Fehlern zu lernen und die Schritte weiterzugehen. Grenzenlose Möglichkeiten. Du hast gesehen, was für ein Potenzial allein Energie- und Telekommunikationsmarkt ausmacht. Über 160 Milliarden jedes Jahr und nur in Deutschland. Wenn wir über Europa reden, das sind ganz andere Zahlen und auch ein gigantischer Markt. Und sie bekommen absolute Unterstützung. Wir sind alle daran interessiert, dass wir gemeinsam erfolgreich werden, aber auch gemeinsam vielen, vielen Millionen Kunden helfen, Geld zu sparen. Gesetz der Gewohnheit. Was du auch verstehen musst, dass zu 98% du ein Gewohnheitstier bist. Du bist kein bewusst lebender Wesen. Ja?
Du machst alles zu 98% aus Gewohnheit. Und zwar beim Fehlen einer klaren Entscheidung, irgendetwas in deinem Leben zu verändern, gehen wir den gleichen Weg immer weiter und weiter und weiter. Die Frage ist, welche Gewohnheiten hast du? Sind es die Gewohnheiten, die dich unterstützen, erfolgreich zu werden, unterstützen, deine Ziele zu erreichen, unterstützen, dich glücklich zu sein? Oder hindern sie dich daran? Fleißig zu sein ist eine Gewohnheit, faul zu sein ist eine Gewohnheit. Es gibt Menschen, die eine Sportgewohnheit haben, es gibt aber auch Menschen, die eine Nicht-Sportgewohnheit haben. Ja? Und der Sportler, der fühlt sich hundeelend, wenn er nicht Sport machen darf, während ein anderer, der keine Sportgewohnheit hat, der fühlt sich super, wenn er liegen bleiben darf. Das heißt, es sind alles Gewohnheiten. Trinkst du Mineralwasser mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure, ob du einen Kaffee oder Tee trinkst. Es sind alles Gewohnheiten, du kannst sie alle verändern. Aber dafür brauchst du eine ganz klare Entscheidung. Und das war das, was wir ganz am Anfang über Veränderung gesprochen. Du brauchst Wissen, du brauchst Erkenntnisse und dann musst du eine klare Entscheidung treffen und auch umsetzen, handeln. Was ist zu tun? Zu einem Geschäftspartnerantrag ausfüllen. Zugangsdaten bekommen und dann Kontakt zum Sponsor aufnehmen. Und zur nächsten Schulung, zum persönlichen Coaching und dann auch zur Akademie sich anmelden und wirklich das ganze Unternehmen anschauen. Wie gesagt, du kannst sofort an deinen eigenen Produkten das Ganze ausprobieren, an deinen eigenen Produkten sparen und Geld verdienen. Das ist einfach genial. Ihre Entscheidung. Welche Gründe sprechen eigentlich dafür? Erstens, helfen den Menschen. Und ich sag dir noch was. Je erfolgreicher du wirst, desto mehr Menschen profitieren davon. Desto mehr Menschen können Geld sparen. Ich sage immer wieder, wenn ich nur Kunden betreut hätte, alle wir haben 24 Stunden pro Tag. Und du kannst natürlich professionell werden, du kannst natürlich irgendwann mal, kommst aber trotzdem an die Grenzen. Irgendwann kannst du einfach nicht mehr betreuen. Und deswegen, das Unternehmensaufbau ist das Wichtige für mich, dass ich am Ende vielen, vielen Millionen Menschen helfen kann, nicht nur Geld zu sparen, auch bessere Leistungen, persönliche Betreuung und so weiter. Mehr Geld, Erfolg und Anerkennung. Ja? Auch das ist sehr, sehr geschätzt in unserem Unternehmen. Du wirst für alles, was du erreichst, anerkannt. Du wirst auf der Bühne stehen, du wirst gratuliert, du wirst von allen applaudiert. Frei und selbstbestimmt leben. Selber zu entscheiden, was du machst, was dir Spaß macht, wo du zu leben willst und wie dein Tagesablauf aussehen soll. Du kannst alles selbst entscheiden, es ist so entscheiden. Lebensziele und Visionen erfüllen. Alle Menschen, wir haben alle einen Sinn. Und was ist dein Sinn im Leben? Was willst du erreichen? Was sind deine Träume? Ich sage nur dazu, träume nicht dein Leben lang. Lebe deine Träume. Und schließen möchte ich mit einer Geschichte von einem Mann, der Zigaretten kaufen geht und spontan eine Idee hat, wie schön es wäre, einmal nach Amerika. Es war immer sein Traum. Genug Geld hat er dabei, seinen Pass hat er auch dabei und er malt sich auf, wie schön es wäre, einmal nach Amerika. Einmal seinen eigenen Traum leben. Er kauft Zigaretten und geht nach Hause. Seine Frau fragt ihn, ist etwas Besonderes passiert? Und er sagt, nein, was soll schon passieren? Und genauso hast du die Wahl, weiterhin so zu leben, wie du gelebt hast, oder die Chancen und Möglichkeiten zu nutzen, um aus deinem Leben ein Meisterwerk zu machen. Dein Leben liegt in deiner Hand.